Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder PlayerUnknown's Battlegrounds zusammen mit Onkel Poppy. Servus! Und ich habe schon markiert, wo wir landen. Wir fliegen auch fast drauf zu. Also echt. Oder wo tausend andere wahrscheinlich auch rausgehen, ne? Ah, schauen wir mal. Raus. Und direkt starten. Raus, du alte Laus. Das ist eine gute 234 km/h. Poppy wiegt ein bisschen mehr, da geht mit 250 runter. 60. Überschall. Hörst du es nicht knallen? Überschall. Den Donner hatten wir in der Runde davor. Gerne die gestrige Folge gucken, Freunde. Hier sieht es auch relativ ruhig aus in der Tat, habe ich nicht gedacht. Ich habe es tatsächlich nicht mich umgeguckt. Donner und Blauen direkt hier. Und habe gesagt, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Lol, ich lande außerhalb. Richtig gut. Richtig da sind. Da ist noch einer, da ist noch einer. Zwei. Eins haben wir. Ja. Boxen, komm, boxen. Boxen, pass auf, der ist hier. Da box ich. Alter, meine Maus. Scheiße, jetzt hab ich's verkackt. Jetzt ist er weg. Hat eine Brechstange. Mann, ich komme hier nicht die Treppe runter. Was soll denn diese Scheiße? Legt er sich, oder was? Oh, nice. Hast du den anderen auch geholt? Nee. Da waren zwei, ne? Ja, ich weiß. Wo ist denn der andere? Der ist hier. Hier hinten. Nee, bei dir. Ich hab sie. Nice. Ich hab sie. Bist du einfach in ein anderes Gebäude rein, oder was? Nee, ich hab einfach eine Tür aufgemacht. Beste Aussage, ne? Ich hab einfach mal eine Tür aufgemacht. Machst du gerade auch noch Türen, oder? Gerade eben habe ich gemacht, ja. Lol, zwei Schuss habe ich hier noch gehabt, krass. Heilung. Hab ich den Energy oben nicht? Bring mir mal bitte den Energy bei dir oben im Haus, Mann. Ah, bringt ihn's hier, oder was? Dachte, ich hätte ihn aufgehoben. Nee, du bist so erfolgreich dran vorbeigelatscht. Nee, ich wollte ihn in der Tat haben, aber irgendwie hat er das nicht gemacht. In Panik. Wobei brauchst du nicht, kannst du behalten, ne? Ja, mach ich jetzt auch. Hättest du eh nicht gekriegt, so. Ob ich den nicht gekriegt hätte, weißt du? Nee. Ja, mich hätt's einfach so. Ich bin so ein Ego-Schwein. Sind wir überhaupt safe? Ich hab gar nicht geguckt bisher. Ja, wir sind safe, okay, passt. Dann hast du ja schon zwei Kills auf dem Konto. Ich hätte, im Übrigen hätte ich jetzt einen Benzinkanister für das Auto aus letzter Folge. Nice, Glückwunsch. Hier ist noch ein Rucksack bei mir. Hab schon einen, Stufe 2. Wo weißt du, ey? Ja, ich sag ja nur, ne? Dann leck mich doch! Lieber nicht, Schokolade ist derzeit gar nicht so teuer. Kann man sich die mal gönnen. Schmeckt besser, hab ich gehört. Für sachten am Arsch. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ja, keiner. Wir sagten, dass es bei dir woanders nicht nach Scheiße schmeckt. Nach Schokolade. Nach Schokolade, achso. Ich glaube, das schmeckt eher salzig. Alles nein, salzig, hallo? Ja, Schweiß schmeckt auch salzig. Nein, meiner nicht. Meiner deiner nicht. Deiner ist exklusive Sorte. Meiner schmeckt nach Rosenwasser. Ja, natürlich. Ich habe schon mal markiert, wo wir hingehen. Schön. Geil, ne? Weil ich hatte nämlich nix. Du hast ja, ich habe auch eine Piste. Du hast ein scheiß Ziel ausgesucht, hast du. Ja, wir haben zwei Kills. War jetzt nicht ganz so kacke, würde ich sagen. Du bist auf jeden Hütchen vorne vorweggelaufen. Hm? Da kam der, weißt du, da kam der von hinten und wollte mich einfach so mit der Eisenstange niederkloppen, ne? Ja, eigentlich war der ja hinter mir her. Ich habe ja die Tür wieder zugemacht. Na, weil ich, wir ein bisschen mehr Zeit haben und dann kam der halt bei dir. Weil ich seinen Kollegen platt gemacht habe. Und da war etwas pissig. Das fand er nicht gut. Alter, ich habe eine Fliege bei mir genau vor der Nase. So ein Kack. Nice. Was da hilft? Mega feste auf die Nase drauf. Der Turm sieht zumindest noch zu aus. Der Turm. Ah, hier ist noch zu. Die
jetzt Erste-Hilfe-Koffer eingesammelt, ne? Aber noch keine vernünftige Waffe. Da muss ich nur mal beschweren, weißt du? Zack, habe ich die M16-04. Lull, ich habe wieder mal gar nichts. Einen Energy-Drink habe ich gekriegt. Dann herzlichen Glückwunsch. Das aus, sich zu beschweren. Richtig schlecht, so die Taktik gefällt. Der ist aber so. Ich habe echt nur einen Energy-Drink gekriegt. Und eine Pistole. Und im unten Dings. Oh, ich habe auch noch einen Energy. Nice. Man muss halt auch mal dankbar sein, weißt du, für die Sachen, die man findet ab und zu. Immer nur, oh, ich habe nur einen Energy. Oh, geil, Energy. Und zumindest zumindest habe ich schon mal ein Visier, aber auch nichts weiter, ey. Ohne Witz. Was für ein Visier hast du? Ein Holo. Holo, ja. Holo ist ja quasi auch nichts. Kann man leider so sagen. Homo Holo. Oh, hier in dem Haus, das ist meins. Du kannst das nächste nehmen. Ich mache die Tür extra zu. Du bist jetzt nicht wirklich hier drin, oder? Dein Glück doch. Ich hab nur die Tür wieder. Ich hätte geschossen, ohne Witz. Da liegt übrigens noch ein Helmstufe 2 in dem blauen Gedöns. Ich hab zumindest schon mal einen Zweiervisier. Helmstufe 2 liegt da, ne? Bei dir da oder wo? Im blauen, direkt daneben dir. Und ich habe immer noch keine gescheite Waffe. Im blauen neben mir. Ach da. In der Garage da, in dem komischen Haus, ne? Das schmeiß ich weg. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Guck mal in den ganz kleinen Kabüffchen daneben. Ich habe da nämlich nicht geguckt. Vielleicht liegt da noch was drin. Ach, da in dem Toilettenhäuschen. Ne, da ist nur heiße Luft drin. Was hier auf dem Aussichtsturm drauf? Ich finden, damit ich hier alles holen kann. Ich weiß gerade nicht, welchen Turm du meinst. Ja, dieses kleine Pisstürmchen da. Glaube ich nicht. Wo du von oben auf die Leute herabspucken kannst. Oh, hier liegen Schrotzen. Und eine AKM. Was nehme ich? Schrotze AKM. Sage ich, während ich die AKM schon einpacke. Schrotze AKM. Oh, nochmal Schmerzmittelchen. Bisschen was, randlose Sonnenbrille, nice. Geben wir uns nochmal so ein Energy. Ich bin nicht ganz voll. Dann können wir eigentlich hier so hinlaufen. Hier ist noch ein Zweifersucher. Oh, wo? Übersehen? Ja, sicher hast du das übersehen, deswegen sage ich es ja extra. Wo liegt denn der? Wo liegt der? Hier, da. Hier, ne? Ach, wir machen die AKM, ne? Ich hab schon was Neues, okay. So, ich hab bisher nur eine Pumpe, nichts anderes. Mit 5 Schuss. Nice. Also mit Fernkampf ist da nicht viel. Hätten wir auch in Gorgopol runtergehen können, ne? In Georgetown hätten wir auch runtergehen können. In Gorgopol. Nee, wollen wir es doch nicht Hospital? Oder? Ist es nicht eher nach rechts geflogen? Ja, es Hospital, ist aber, wir hätten da aber hinfliegen können. Fällt tatsächlich. Fällt es gleich raus wahrscheinlich. Ja, da, klar. Also wenn wir ein Fahrzeug finden, könnten wir dann noch hinfahren kurz. Ja, wird schwer hier ein Fahrzeug zu finden. In der Tat. Hardcore-Straßen da. In der Tat. Was ich, gibt es denn irgendwo einen bestimmten Spawn, wo Fahrzeuge immer spawnen? Also in der Regel, oder sind die permanent sagt man random? An den Straßen sind die halt immer oft zu finden, ne? Hier ist offen. Hier ist ein Fenster. Entschuldigung. Entschuldigung. Heildämpfe für eine Handfeuerwaffe. Was? Heildämpfe? Heilkräuter. Heildämpfe. Handfeuer. Oh, warum nehme ich Helmstufe 1, wenn ich eine Stufe 2 auf? Gute Frage, nächste Frage. Ey, ich habe hier schon wieder nur so eine scheiß verkackte Pumpe. Nice. Hier ist Rucksack Stufe 2. Hauptsache, ich packe die ganzen Erweiterungssachen an. Wie Magazine und so ein Kack. Ich hab mal schon mal das nächste markiert.
Ich bin mit dabei, du altes Ei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kein Ei bin. Und es wäre Leute, ganz... Ist ertrunken gerade. Habe ich ja noch nie gesehen. Ich wusste nicht mal, dass man... Doch, wenn du nur tauchst. Du musst zwischendurch mal auftauchen zum Luftholen. Ganz ehrlich, das merkt man doch irgendwann, oder? Nein, das kriegst du ehrlich gesagt gar nicht mit. Echt? Und wenn du wirklich, das ist mir nämlich auch schon passiert, und wenn du wirklich dann noch unter Beschuss bist, zufälligerweise, dann hast du alles andere im Sinn, als aufzutauchen. Aber normalerweise bist du doch nicht so tief, oder? Dass du dann nicht ab und zu mehr. Kommt drauf an, wo du langtauchst, tatsächlich. Oh, ist der Zaun hier echt so fratze? Willst du hier in die Häuser nicht, oder was? Puffras, ich nehme gerade das hoffentlich schönste Haus hier. In ganz Lazytown. Weiß ja nicht, ob das das Schönste ist. Den Beanie, den ich gerade hier gefunden habe, den hatte ich auch aus dem Dings gezogen, aus einem dieser neuen Kisten. Ohne Witz, hier ist und nichts ohne drin. Witz, ich habe den für 1 Euro irgendwas verkauft. Hier ist ein Auto. Ist das fahrbar? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das ist nicht von Farbe. Ey, ich kotze ins Essen. Alter, Spiel, gib mir doch bitte irgendeine verkackte Waffe, Alter. Jetzt weißt du, das kannst doch echt nicht sein. Hier ist wirklich nichts. Hier ist eine. Ich gucke hier noch kurz hoch. Guck mal, was da noch beiliegt. Ob ich irgendwas davon gebrauchen kann. Alter, Zweifachsucher, den habe ich schon. Den Zweifachsucher habe ich schon. Ich brauche eine scheiß Waffe. Ja, dann komm mal her. Hier liegt er. Alter, ohne Witz, das darf's echt nicht sein, ne? Wie gesagt, hier liegt doch eine. Schön auf deine Bank. Findest keine Waffe. Da rennst du hier 500 Jahre lang. Wo denn? Da, direkt an der Couch oder so. Helmstufe 2 habe ich schon. Hast du es gefunden? So, einmal ein Zweifachsucher, dann tauschen wir das. Wir sind übrigens gerade so safe, wir sollten jetzt, wo kommen wir überhaupt? Wir kommen von hier, oder? Hier schon? Doch, da waren wir schon, dann gehen wir jetzt hier hin. So, ich brauche 556er Muni, brauche ich. Ja, muss einen Gegner töten, der die hat. Gut, machen wir. Da kennen wir nicht, das machen wir. Obwohl, ich könnte den auch vorher fragen, ne? Kannst du mir bitte Munition geben? Na, ich habe nur 60 Schuss, deswegen. Ich habe auch auf... Fair play. Give me ja, genau. Es gibt echt ein Video, da hat einer irgendwie nur eine Pfanne gehabt bis zum Ende. Und dann auch gesagt, komm, fair play, und der hat das gemacht und Pfannenkampf am Ende. Und der Typ, der das, also nicht der Typ, der die Waffen hatte, sondern der andere hat dann gewonnen. Also sollte ich mal irgendwann so viel Skill besitzen, dann mache ich das glaube ich auch mal. Ja, dann willst du glaube ich auch einfach gewinnen. Wenn du dir nur noch einer am Leben ist, dann willst du einfach gewinnen. Na überhaupt so, das ganze Spiel dann irgendwie nur mit einer Pfanne durch die Gegend laufen oder nur mit einer Pistole oder wie auch immer. Das ist ja nicht mal das Thema, wenn du keinen Gegner siehst, das ist alles kein Thema. Ja, wenn. Ja, das ist doch möglich. Wir haben bisher auch erst zwei gesehen. Ja, meistens ist es ja so, sobald du bei 30 Gegnern bist, dann ziehen wir immer den Kürzeren. Geht's langsam rund, ja. Wirklich viel ist da auch noch nicht los. Waren wir hier nicht schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Würde mich jedenfalls wundern. Das hier dann noch verwenden. Es ist hier was sehr merkwürdig. Ist merkwürdig? Das hier, oh, jetzt habe ich hier sogar noch eine UMP. Dass ich den Erste-Hilfe-Koffer gerade genommen habe. Ist nicht merkwürdig, das ist von langer Hand geplant. 9mm, 556. Die Frage ist, zieht sich das oben zu oder unten? Komm, wir gehen mal über die Brücke. Hier voll die verwilderten Straßen. Kommt hier kein Straßenfeger oder so, der das mal wegmacht hier? Was ist mit dem?
Ja, ohne Witz, irgendwie eine Sauerei vom Hausmeister, muss man echt mal so sagen. Den Typen, also da gibt es eine Beschwerde. Das hagelt da echt eine Beschwerde. Hier ja. Schon wieder, also geht gar nicht so weit. Jo, wann wurde der Rasen zuletzt gemäht? Ist ein Unding. Ist ein Unding. Nee, ohne Witz kommt. Also mindestens eine Abmahnung. Die muss dabei rausspringen. Ey, das geht gar nicht so weit, ey. Das ist unter aller Sau. Es sind halt immer noch 50 Leute, ne? Steht da ein Auto? Da hinten steht ein Auto. Lauf, Troller, lauf. Nee, schau, wir werden gleich beschossen von denen. Meinst du nicht, wir sollten schwimmen, anstatt über die Brücke rennen? Nein, dann geht die Brücke. Man gönnt sich sonst nichts. Wir müssen gleich eh wieder zurück über die Brücke, weil dann sich das doch auf einmal doch woanders zuzieht. Aber das Auto guckt Richtung Osten, ne? Ja, das passt doch. Wir fahren direkt Richtung Osten. Über die Brücke da rechts. Ne, ich meine, spawnen die Autos nicht Richtung Osten? Nee, mittlerweile haben die das, glaube ich, geändert, dass das vollkommen egal ist. Randomized? Ja. Okay. Randomized. Steigen Sie ein, Mister. Wenn ich da mal irgendwann da bin. Wie lustig das aussieht, wie ich meine Waffe einfach in der rechten Hand halte bei mir. Bei dir auch? Mhm. Aber schießen kann man damit nicht, halt. Oh! Wir schwimmen den Rest des Weges. Super Idee. Ich schwimme so Richtung Brücke, ne? So unterhalb. Du hast da rechts unten hast du deine Lunge. Irgendwo hinstellen kann. Du hast da rechts unten deine Lunge. Und wenn der natürlich beim Tauchen da nicht drauf achtet, auf die Lunge, dann wird's eng. Ich muss mal kurz eben teilen, ne? Nee. Ist natürlich jetzt die Frage, wo hat der gestanden, ne? Irgendwo im Turm, glaube ich. Ich glaube in der Tat, er war im Turm. Also wir könnten tatsächlich jetzt hier, ich habe blau markiert, wir könnten tatsächlich jetzt hier unter der Brücke hocken, ne? Ja, aber bringt ja nichts. Schon hier raus, das geht schon. Sagst du so in einem jugendlichen Leichtsinn? Känguru-Style, ja? Oh, guck mal. Hier ist offen. Ne, hier ist zu. Och, nun geh doch da hoch, du Scheißfigur! So, er rennt da echt noch rein. Hilfe, Koffer. Drüber gucken, sieht man da. Den tue ich da jetzt keinen. Runter. Gucken, ob hier schon gelootet ist. Sollten wir uns hier irgendwo weit verpissen, anstatt hier die Häuser nochmal abzugrasen? Oh, geradeaus, das ist richtig Attacke. Ist keiner gewesen. Ist mehr. Otto? Okay, lass mal auf hier. Der verdammte Eingang, ne?
Da ist hinten auf der Rückseite, wa? Ich komme rein. Wo ist hier? Oben? Im Schlafzimmer. Nein, nein, im Schlafzimmer. Nice. Armbrust. Wäre natürlich auch eine Maßnahme, ne? Du bist oben oder wo bist du? Nein, ich bin oben. Wir warten erstmal die Safe Zone ab und gucken mal, was kommt. Also ich habe blau markiert, wo ich meine, das wird zur Mitte. Ja, wir können natürlich auch auf den Berg krabbeln, ne? Ja, jetzt noch nicht, da sind gerade. Aber dann müssen wir wieder über die Brücke zurück. Das ist natürlich auch scheiße. Kann natürlich sein, dass wir nochmal zurück müssen. Das wäre blöd. Zuletzt hat es sich eher nach unten gezogen. Kann ja sein. Dann haben wir einen Fehler. So, Zone ist da. Also kommt. Jetzt ist sie da. Und wir müssen tatsächlich wieder rüber. Es kommt wieder runter. Gehen wir gleich rüber oder warten wir erst noch? Nee, wir sollten gleich. Und zwar hier unten direkt. Also nicht mal in der Safe, sondern da, wo wir hergekommen sind, ne? Ja, nicht ganz. Hier direkt. Nicht mal an der Brücke direkt, sondern hier einfach rüber. Also da links wird aber noch gut geschossen, ne? Auf uns wird auch geschossen. Echt? Ja, ich hab einen Schuss am Ohrläppchen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hui! Wo ist das Lungenvolumen? Wenn du tauchst, musst tauchen, ne? Rechts neben deiner Lebensleiste. Ach, das Ding meinst du? Ja, ja, das ist die Lunge. Ein Baum hier? Wohin schießt er? Wir waren auf uns, glaube ich. Aus dem Wald vielleicht? Naja. Bäume hinter uns. Tower war, glaube ich, einer. Dann müssen wir passen nach rechts. So, ich habe den Stein jetzt immer im Rücken drin. Das heißt, selbst wenn da hinten im Wald... Na, das ist richtig, aber selbst man kann zumindest erstmal überlegen, wo man hingeht. Die kommen auf jeden Fall von da unten. Definitiv. Ja. Ist halt die Frage, wo geht's hin? In die Häuser? In die einzigen Häuser wir in der Mitte? Hier so an der Safe Zone erstmal entlang. Oder wollen wir nach Georgopol in den hey, Container lass uns an der Safe Zone entlang laufen erstmal. Wow, 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 vor mir. Irgendwo? Nein! Wo ist der? Ich hab den nicht mal gesehen. Immer noch nicht. Ah, direkt vor mir liegt der. Nein! Der kommt zu mir gerobbt an den Baum. Der ist mega gut getan. Da ist, glaube ich, noch einer. Einer liegt jetzt bei mir direkt, wo ich liege. Ja, ich robbe auch mal so langsam dran. Hast du eine Granate? Nee. Oh, na schade. Der lootet mich. Er hat sich hinterm Baum verkauft. Ich glaube, der sieht mich selber auch nicht. Der weiß nicht, wo ich bin. Okay, der gibt mir Deckung. Der kriegt links am Bau. Rechts, rechts. Nice. Du hast beide. Beide. Kriech langsam Richtung Safe Zone. Kriech lang oder loote die erst. Loote die erst. Damit du einen Scope hast oder so. Hat die einen Scope? Oh, scheiße. Alter, wie viele gerade sterben. Hatten die einen Scope? Nee, die haben auch nur die Standardsachen gehabt hier. In der Tat.
Ja, dann kriech Richtung Safe Zone. Genauso wie du gerade bist. Einfach weiter schon. Jetzt schon. Du musst. Copy. Gar nicht viel looten, einfach weiter. Zur Safe Zone. Genau in die Richtung. In der Hoffnung, dich sieht keiner. Selbst über die Straße kriechen. Wenn du komplett kriechst, dann könntest du es schaffen, vielleicht. Das natürlich auf der Straße ein bisschen auffällig wird, aber passt schon. Ich überlege, ob ich zum Stein renne. Nee, nee, mach das nicht, mach das nicht. Wir haben oben schon geschossen vorhin. Also. Guck, du bist schnell über die Straße drüber. Fast so wie damals bei der Bundeswehr, in der Tat. Aber warum haben die dann eine Smoke Grenade zu mir geschmissen? Ja, die haben gehofft, dass du denkst, dass das eine HE ist. Ja, habe ich auch gedacht, deswegen bin ich nach vorne gekrabbelt. Ja. Du musst weiter, du hast keine Zeit. Du musst weiter. Ach, Zeit habe ich immer. Ich habe es halt nur knipseln gehört. Aus dem Turm. Ach, gucke. Zeit. Da unten geht die Luzi ab. Die ist nicht auf den, ne? Behalte nee, nee. Einfach nur im Auge. Noch nicht. Ne, erstmal überhaupt nicht. So, ich glaube, hier sollte ich von oben recht gute Deckung haben. Du musst weiter. Der kommt von rechts. Die Frage ist. Der läuft da am Gas entlang. Der hat dich nicht gesehen bisher. Hass ihn. Nachladen und weiterkriechen. Ah! Nein! Oh fuck. Du bist down. Ja. Scheiße. Nein, hätte laufen ist, sollen. Wenn man so spät schießt. Ist halt einfach so. Macht nix. Aber Leute, ich habe 5 Kills. Voll gut. 5 Kills. Alter, und das ist in diesem einen Spiel schon mehr als jemals in HNZ 1 komplett. Wahrscheinlich. Das ist wirklich so, ey. Aha. Nice. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Abo da, Daumen nach oben oder schaut auch bei Fresh was vorbei und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von PUBG. Bis dann. Ciao. Ciao.